So, diese Woche machen wir mal eine gesunde Woche und heute fangen wir an mit Gurkensalat. Schau zu. Als erstes brauchen wir zwei Gurken. Achtet darauf, die Scheiben schön dünn zu schneiden. Ihr müsst großzügig Salz nehmen und achtet schön darauf, dass das Salz auch zwischen den Gurken ist. Circa eine Stunde bis anderthalb Stunden stehen lassen. Jetzt geht's ans Waschen. Ihr müsst die Gurken wirklich richtig gut ausspülen, damit die nicht salzig schmecken. Jetzt kräftig kneten und die restliche Flüssigkeit aus den Gurken rausdrücken. Das Ganze sollte dann ungefähr so aussehen. Klein geschnittene Zwiebeln dazu, muss aber nicht. Ein Becher saure Sahne. Das Ganze ordentlich verrühren. Das Ganze kann man jetzt abschmecken mit Pfeffer, Paprika oder einer Gewürzmischung. Das Ganze jetzt eine Nacht geschlossen im Kühlschrank ziehen lassen und dann morgen früh zum Frühstück mit einem schönen Quarkbrötchen genießen.